Endlich ein Sieg hieß die Devise für die VEU Feldkirch gegen Asiago Hockey. Zunächst waren es aber die Gäste, die die ersten Akzente setzten, denn schon nach 20 Sekunden durften die Italiener mit einem Mann mehr am Eis agieren. In dieser Phase stand Alex Caffi im VEU-Gehäuse unter Dauerbeschuss, doch das Tor erzielte die VEU. Topscorer Dylan Stanley erkämpfte sich die Scheibe und zog im Alleingang aufs gegnerische Tor. Mit einem platzierten Schuss ließ er Asiago-Keeper Valini keine Chance. Auch ein zweites Unterzahlspiel überstanden die Hausherren unbeschadet. In der 9. Spielminute wurde Kevin Puschnik dann bei einem Konter regelwidrig gestoppt. Den zugesprochenen Penalty verwandelte die Nummer 12 der VEU zum 2:0. Im weiteren Verlauf hatte die VEU im Startdrittel noch zwei Überzahlmöglichkeiten. Während man die erste nicht nutzen konnte, lief es bei der zweiten Gelegenheit besser. 9 Sekunden vor Schluss kam Sudek vom Bulli an die Scheibe, täuschte einen Schuss an und legt dann genial auf Sturmpartner Puschnik auf. Der ließ sich nicht lange bitten und hämmerte die Hartgummischeibe zum 3:0 in die Maschen. Mit dem 3:0 im Rücken starteten die Lefebvre Cracks ins Mitteldrittel. Nach knapp 2 Minuten behielt bei einem Tumult vor Caffi Chad Pietroniro die Übersicht und stocherte die Scheibe irgendwie über die Linie. Wieder folgten 2 Überzahlgelegenheiten der VEU und wieder wurde die zweite erfolgreich abgeschlossen. Dieses Mal war es der Top-Torschütze der Liga, Robin Sudek, der mit einem One-Timer erfolgreich war. In der 36. Spielminute schlugen die Italiener ebenfalls im Powerplay zum zweiten Mal zu. Stephen McParland erzielte zunächst das 4:2. Nur 2 Minuten später, ebenfalls im Powerplay, war es wieder McParland, der den 4:3 Anschlusstreffer für die Gäste erzielte. Als kurz danach Kapitän Dylan Stanley eine Doppelstrafe ausfasste, mussten die VEU-Cracks alle Defensivkünste auspacken, um nicht den Ausgleich einzufangen. Mit viel Kampfgeist überstanden die Montfortstädter aber auch diese schwierige Phase und retteten die Führung in den Schlussabschnitt. Im dritten Drittel war auf beiden Seiten wieder Fire on Ice angesagt. Vor allem die Gäste drückten nun gewaltig auf den Ausgleich. Die Feldkircher setzten sogar in doppelter Unterzahl alles dagegen. Als Asiago zur Schlussoffensive ansetzte und den Keeper vom Eis nahm, scheiterte Stanley nur knapp beim Versuch mit einem Empty-Netz-Treffer, dem Ganzen ein endgültiges Ende zu setzen. Aber auch die Italiener konnten nichts mehr zuschlagen und so feierten die VEU-Cracks nach einem harten Stück Arbeit einen 4:3-Sieg über die italienische Topmannschaft. Mission also geglückt. Benjamin Kühler, ein Blitzstart von der VEU, schlussendlich aber mehr ein Arbeitssieg. Ja, ich meine, wir haben gewusst, Asiago wird ein schweres Spiel. Dadurch, dass wir halt am Anfang stark hineingestartet sind, haben wir natürlich ein Polster gehabt. Schlussendlich haben wir es über Zeit gebracht, war eine starke Mannschaftsleistung und das zählt die 3 Punkte am Ende. Es sind doch einige Strafen gewesen, manche eventuell umstritten oder nicht. Bist du der Meinung, dass der Schiedsrichter das Spiel ein bisschen beeinflusst hat? Ja, ich meine, Strafe hin und her, ich meine, Schiedsrichter pfifft, so wie er pfifft, ich meine, da haben wir wenig Einfluss dazu und ich meine, wir haben das Beste daraus machen und schlussendlich haben wir die 3 Punkte geholt, das ist alles, was zählt und ja. Jetzt mit deinen 3 Punkten wieder näher am Strich, wieder nach vorne, ein paar Spiele sind es noch weniger, aber man ist gut dabei, so wie zufrieden mit der Saison? Das auf jeden Fall, also ich meine, da hätte man das am Anfang jemand gesagt, dass wir so weit vorne standen zu dem Zeitpunkt, hätten wir gleich unterschrieben. Ich meine, wir haben gegen gute Teams viele Punkte geholt und momentan schauen wir sehr gut und wir müssen nur weiter dran Gas geben und dann schauen wir, dass wir unter der letzten 6 am Ende der Saison sind. Oder halt zumindest nach dem Grunddurchgang zumindest.